Herzlich willkommen beim 4D Aktien-Shake. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben gute Anlageentscheidungen getroffen. Heute werden wir den 4D Aktien-Check auf Tesla anwenden. Ich habe eine Umfrage gemacht hier auf meinem YouTube-Kanal Börse Saisonal. Welche Aktie soll sich denn dem 4D Aktien-Check stellen? Und da haben 31% gesagt Tesla. Wenn Sie eine andere Aktie wünschen, geben Sie einen Kommentar und dann kann ich das auch für eine andere Aktie machen. Wenn Sie wissen wollen, wie der 4D-Aktiencheck funktioniert, verlinke ich Ihnen hier das Erklärvideo dazu. Und wir tauchen jetzt mal ein in Tesla. So, was heißt Tesla? Was ist das für ein Unternehmen? Ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Die bauen Elektroautos. Das war ein großer Vorreiter, hat den Europäern das Fürchten gelernt, was Elektroautos angeht, und sind hier ganz groß dabei, erobern den Markt und haben hier ganz, ganz tolle Produkte und Erfindungen. So zumindest, wenn man die Website anguckt, ne? Die ganzen Automodelle, die kennen Sie ja. Schön so ein Elektroauto. Also ich finde es super, wenn da eins vorbeifährt, das rauscht. Ja? Man hört die Reifen natürlich, aber der Motorgeräusch vom Verbrenner ist auch wahnsinnig laut, muss ich sagen. Und es ist dann schon angenehm, wenn der so vorbeischwebt. Ja. Also ich bin da begeistert. Ich habe jetzt keinen. Ich fahre ja lieber mit dem Fahrrad. Bin noch grüner. Aber was die auch machen, ist natürlich die Energie drumherum. Das heißt Energiespeicherung, ja, Energiesysteme. Das machen die auch in Energieherstellung. Und natürlich die Ladestation für das Auto. Das gehört noch drumherum. Also Elektromobilität und alles, was herum ist, das macht Tesla. Also ein spannender Bereich, da kann man sich auch wirklich begeistern. Und wenn wir uns jetzt mal die Zahlen angucken, dann erstmal schauen wir mal, wie groß sind die, 523 Milliarden. Also es ist ein unter den Top 10 in S&P 500. Und jetzt schauen wir uns mal die Historie an, beziehungsweise wir schauen uns die Kennzahlen an, nämlich die Bilanzkennzahlen. Dass das Wichtigste ist, wie verlaufen die Gewinne, warum? Weil die Gewinne natürlich die Vermögenswerte und den Wert des Unternehmens erhöhen und eventuell auch natürlich den Cashflow. In diesem Fall allerdings nicht. Wenn wir sehen, bis 2019, also seit 2014 gibt es die Aktie, bis 2019 Verluste geschrieben, dann in die Gewinnzone gekommen, logisch. Dann geht es natürlich gleich nach oben im Kurs. Und seit 2020 sind die Gewinne schön am Wachsen. Große Sprünge hier, dann noch ein Sprung und jetzt soll es das erste Mal 2024 zurückgehen mit den Gewinnen. Man muss ja aufpassen, dass es ein E erwartet. Also das steht in der Bilanz. Das Jahr 2024 ist ja noch nicht zu Ende. Das heißt, hier wird mit dem Rückgang gerechnet und erst wieder Wachstum 2025 und 2026. Ja, also das ist im Prinzip ein Wachstumstitel, obwohl da schon sehr, sehr viel passiert ist und obwohl das Unternehmen auch schon sehr, sehr groß ist, ist es eher als Wachstum. Tesla möchte natürlich den Markt weiterhin erobern, noch mehr Marktanteile gewinnen, ganz klar. Da gibt es aber Schwierigkeiten, das schauen wir uns gleich mal an. Aber sage ich mal, von den Gewinnen her sieht es erstmal so ganz gut aus. Was nicht gut aussieht, ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also wie ist der Kurs jetzt gestiegen, der ist viel stärker gestiegen als die Gewinne. Also ich habe jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 60 und 80. Und das ist natürlich extrem teuer. Das heißt, die Gewinne machen gerade mal also ein 60stel oder ein 80stel aus. Von dem, was ich als Kurs bezahle. Das heißt, ich bezahle jetzt schon eigentlich fürs Wachstum in der Zukunft mit. Und zwar große Anteile. Das finde ich ein bisschen teuer, muss ich sagen. Aber wenn man den S&P 500 anguckt, Apple, Amazon, Microsoft, Google und so weiter, dann haben die alle ein ziemlich großes Kurs-Gewinn-Verhältnis. Oder Nvidia, da habe ich auch ein Video gemacht, verlinke Ihnen das, wenn Sie sich für Nvidia interessieren. Unglaubliche Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Also Amerika insgesamt ist sehr, sehr teuer. Die haben natürlich viele Wachstumsthemen im Moment, aber ich finde es ein bisschen arg teuer. Und ich glaube eher, dass das sich irgendwann wieder angleichen wird auf normale Verhältnisse. Dann schauen wir uns die Kurs-Buchwert-Verhältnisse. Auch hier ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 12,64. Das ist einfach wahnsinnig teuer. Ja. Also das auch 8 ist noch teuer. Normal ist hier 3, 4 ist okay. 2, zwischen 2 und 3 auch okay. Unter 2 ist dann schon günstig. Um 1 rum wahnsinnig günstig. Da sind wir weit weg entfernt
sehr, sehr teuer. Was aber sehr schön ist, ist die Eigenkapitalquote von 60%. Also das Unternehmen dato nach der letzten Bilanz steht gut da. Also die könnten auch sofort wieder einen Kredit bekommen, wenn sie irgendwas finanzieren müssen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Und das war auch mal schlechter, muss man sagen. Die Eigenkapitalquote war hier 2019 bei 27%. Das heißt, sie haben hier gut ihr Eigenkapital aufgebaut. Mich interessiert dann immer noch die Eigenkapitalrendite und die ist wirklich interessant. Klar, bis 2018 gab es, 19 gab es nur Verluste, da kann man nicht sehen. Aber hier ist die Eigenkapitalrendite schön gestiegen, hier über 20. Und das ist natürlich ein Wert, da kann man sich orientieren, wenn man sagt, was erwarte ich denn von der Aktie? Wie rentiert sich mein Eigenkapital? Denn das, was ich einlege, ist ja Eigenkapital. Denn mir gehört als Aktionär, gehören mir ja die Buchwerte, also die Bilanz nach Verbindlichkeiten. Also das Eigenkapital verzinst sich mit 23%, ist das, was ich auch so grob erwarten würde. Muss allerdings aufpassen, was zahle ich fürs Eigenkapital. Das müssten wir jetzt noch berücksichtigen. Machen wir jetzt nicht. Wir schauen weiter und schauen uns mal dann den Chart an. Ja, der Chart, der sieht allerdings nicht gut aus. Ja, wenn ich Tesla anschaue, dann sieht man, dass da Probleme gibt. Also natürlich einmal ganz klar die Prognose, dass 24 sich der Gewinn halbieren soll. Das mag kein Analyst, das mag kein Investor. Deswegen läuft eigentlich schon seit November Tesla eigentlich in die andere Richtung als der Markt. Der S&P 500 ist hier diese rote Linie, geht schön nach oben und Tesla nach unten. Hat sich allerdings jetzt irgendwie konsolidiert, obwohl im Moment, gestern habe ich gelesen, dass der Musk irgendwie Tesla verlassen will oder ganz raus will oder nichts mehr machen will für Tesla. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwas ist da, spukt da rum. Das scheint wohl auch eine Schlagzeile zu sein, die Anlegern nicht so gefällt, aber so stark hat hier der Markt auch gar nicht reagiert jetzt. Also insofern, vielleicht ist es auch gut, wenn er geht. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen, möchte ich auch nicht. Aber schauen wir uns das mal auf ein Jahr an. Auch da sieht es so, wir haben hier seit 3 Jahren eigentlich fallende Kurse. Klar, wir hatten natürlich 21 einen extremen Hype, gerade am Ende des Jahres. Und davon hat Tesla profitiert und jetzt, und da waren natürlich auch enorme Gewinnsteigerungen drin, muss man auch dazu sehen. Und jetzt, seitdem ist es eigentlich ein Abwärtstrend. So, hier ist wie gesagt so plötzlich ein Plateau. Wenn ich jetzt hier diesen Haken mit wegradiere, dann habe ich eigentlich seit 3 Monaten so ein Plateau. Das könnte bedeuten, dass jetzt der Tiefpunkt erreicht ist und dass es wieder bessere Zeiten gibt. Also wenn tatsächlich sich 2024 der Gewinn halbieren sollte, dann ist es nicht so tragisch. Das ist in den Kursen schon eingepreist. Wenn sich der Gewinn noch mehr reduzieren würde, das würde den Markt allerdings treffen. Ja, also das ist meine Analyse. Eine Prognose ist hier sehr, sehr schwer. Ich persönlich, das ist aber jetzt nur meine Meinung, bin jetzt nicht der Wahnsinns-Tesla-Fan. Also ich bin schon eher so ein Value-Investor, der sagt, ja, also ein KGV von 80, da habe ich ja das ganze Wachstum eigentlich schon mitbezahlt. Und wenn es nicht kommt, Wachstum, dann gucke ich in die Röhre. Jetzt Tesla selber, die Autos finde ich toll. Ne? Wie gesagt, wenn die so vorbeischleichen, das ist wirklich schön ruhig. Ich habe jetzt auch noch niemand irgendwas Schlechtes hören sehen. Also, aber die haben auch viel gemacht, sage ich mal, dass die Elektromobilität nach vorne gegangen ist und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich bin indirekt investiert, weil wenn Sie einen ETF haben auf dem S&P 500, dann ist Tesla mit drin und zwar mit großen Anteilen, ich glaube 3-4%. Dann habe ich auch Fonds, wo Tesla mit drin ist, da bin ich investiert. Jetzt in dem Portfolio, das ich zusammenstelle, im 4D Asset Oscillator zum Beispiel, da bin ich jetzt nicht investiert, da suche ich mir eher die kleinen Perlen raus, die noch richtig viel Wachstum haben, noch gar keine Gewinne haben, die praktisch dort stehen, wo Tesla in 2019 war. Ja, wenn Sie es interessiert, verlinke ich Ihnen hier 4D Asset Oscillator, das Portfolio und die Anlagestrategie. Ja, insofern hier das Video. Ich hoffe, ich habe Ihnen hier mit geholfen. Sie haben Informationen ziehen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Ihr Thomas Hupp.